Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem neuen Food-Video. Mein Name ist Sebastian Schulz und ich komme aus Schonungen bei Schweinfurt. Für neue Videos macht gerne das Plus weg. Ja, jetzt nochmal ein... Oh, so, jetzt sind Sie essbereit. Jetzt nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in mein Profil geht, also in die Bio geht, könnt ihr den Link zu meiner Homepage sehen und darauf befinden sich weitere Videos, könnt ihr gerne mal drauf schauen. Sind Videos drauf, sind Fotos drauf, eine Fanbase, wo Links zu Videos, TikTok-Videos und Musikvideos sind von anderen YouTube, von anderen TikTokern und könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja. Ich war ja einkaufen gewesen vor 3 Wochen und habe mir auch in Schweinfurt und habe mir auch von Wagner die Piccolinis Salami mitgenommen. Da sind immer 9 Stück drin. Ich habe jetzt mal 4 Stück gemacht. Die wollen wir jetzt heute mal probieren. Mal schauen, wie die schmecken. Ne? Sind also kleine Pizzas. Ich zeige es euch mal. So sehen die aus. Und jetzt schauen wir mal, ob die auch was schmecken. Schmecken nach Salami. Nicht schlecht, ich beiß noch mal rein. Ja, also die schmecken mir eigentlich sehr gut. Sind halt kleine Pizzas, mundgerecht sage ich jetzt mal, schmecken aber nach Salami und schmecken nicht schlecht. Den gebe ich mal die Note 8 von 10, 8 von 10 Geschmackspunkten, weil mir schmecken sie eigentlich. Ne? Und die Größe ist halt ein wenig gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ist halt mehr zum Snacken gedacht, vielleicht vom Fernseher oder so. Aber wie gesagt, die schmecken nach Salami und schmecken ganz gut. Ja, so, jetzt habe ich auch etwas Durst bekommen. Und was habe ich da? Genau, die gute Lidl-Limo. Das ist diesmal Typ Zitrone, zuckerfrei versteht sich. Dann machen wir die mal auf. Ui. Jawohl. So, probieren wir die mal. Ja, das tut gut. Also die Limo ist zuckerfrei, ist gesünder als mit Zucker auf jeden Fall. Habe ich ja schon bewertet, hat 8 von 10 Geschmackspunkten bekommen. Jawohl. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und kommentiert und teilt das Video. Für neue Videos folgt uns gerne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video, euer Sebastian. Ja, das war's gewesen. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht oder eine gute Nacht. Macht's gut, bis dann, ciao.